Ihr wollt mit Icarus anfangen und habt noch keine Ahnung vom Game? Dann seid ihr hier genau richtig. Jetzt erfahrt ihr, wie ihr die ersten Schritte gehen solltet, um optimal mit dem Spiel zu starten. Wollt ihr Teil 2 nicht verpassen, dann lasst doch jetzt ein Abo da. Seid ihr auf Icarus gelandet, sammelt zunächst alles ein, was euch vor die Füße fällt. Stöcker, Steine, Fasern, Bären und was ihr noch so alles findet. Habt ihr das erledigt, könnt ihr euch eine Steinaxt zum Bäumefällen und eine Steinspitzhacke zum Zerschlagen von Steinen craften. Sammelt, hackt und schlagt so lange, bis ihr Level 1 erreicht und entfernt euch am besten am Anfang nicht zu weit von eurem Startpunkt. Egal was ihr macht, sei es Bäume fällen, einsammeln, Steine zerschlagen oder Tiere töten, ihr erhaltet bei allem Erfahrung. Mit Erreichen einer neuen Stufe erhaltet ihr Fertigkeits- und Talentpunkte. Mit den Fertigkeitspunkten könnt ihr neue Gegenstände freischalten. Hier empfehle ich euch zuerst Messer, Lagerfeuer und Speer. Mit den Talentpunkten könnt ihr Vorteile für euren Charakter freischalten. Dazu mache ich nochmal ein extra Video, weil es doch sehr komplex ist. Lasst euch aber gesagt sein, wenn ihr solo unterwegs seid, schaut auf jeden Fall mal bei dem Solo-Skillbaum vorbei. Achtet jederzeit darauf, dass sich keiner dieser Werte dem Ende neigt. Ansonsten werdet ihr bewusstlos und könnt von einem Teamkollegen wiederbelebt werden oder wenn ihr solo spielt, erscheint ihr wieder, verliert aber alle Erfahrung des jeweiligen Levels. Wird eurem Charakter kalt, solltet ihr ein Lagerfeuer errichten und euch daran erwärmen. Achtet aber unbedingt darauf, das Lagerfeuer nicht in eurer Hütte aufzustellen, weil euch ansonsten schnell alles abfackelt. Sauerstoff erhaltet ihr durch Oxid, welches ihr entweder als kleine Steine auf dem Boden findet oder als große Brocken mit der Hacke abbauen müsst. Euren Hunger könnt ihr durch Beeren, Obst und Gemüse stillen. Deutlich besser und nahrhafter ist da aber Fleisch. Trinken könnt ihr aus Seen, achtet dabei aber darauf, dass ihr Fische im Wasser seht, denn das ist ein gutes Anzeichen, dass das Wasser nicht verseucht ist. Während ihr einen Hasen einfach hinterherrennen und erschlagen könnt, müsst ihr euch bei Hirschen und Rehen schon etwas geschickter anstellen. Schleicht euch heran und nutzt anfangs den Speer, um den Hirsch mit einem geschickten Wurf außer Gefecht zu setzen. Liegt das Tier am Boden, müsst ihr es mit eurem Messer häuten. Dadurch erhaltet ihr Fleisch, Leder und andere wichtige Sachen. Leder ist besonders wichtig, da ihr 20 Stück davon für euren ersten Schlafsack braucht. Schlagt nach dem Häuten noch weiter auf das Tier ein, um Knochen zu erhalten. Am Anfang reicht es aus, wenn ihr euch eine kleine Höhle aus einem großen Stein herausschlagt. Hier drin seid ihr fürs Erste vor den äußeren Einflüssen geschützt. Ihr könnt euch natürlich auch eine kleine Hütte bauen, bedenkt aber, dass der Bau eine Menge Zeit und Materialien benötigt. Craftet euch so schnell wie möglich einen Schlafsack. Durch diesen setzt ihr euren Spawnpunkt für den Fall, dass ihr sterbt und ihr erhaltet außerdem noch nützliche Buffs. Je nach Level können die Wölfe euch ganz schön zusetzen. Bei höherem Level versucht es im Fernkampf und bei niedrigerem Level könnt ihr auch einfach mal so drauf losrennen. Und glaubt bitte nicht, dass die Wände euch schützen vor Gegnern, denn diese geben nach mit der Zeit. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr zum Spiel zu sagen und genau deswegen erscheinen in den nächsten Tagen auch weitere Videos von mir mit Tipps und Tricks. Ich hoffe, euch fällt der Anfang in Icarus durch das Video hier etwas leichter und würde mich freuen, wenn ihr auch bei meinen weiteren Tipps und Tricks Videos einschaltet. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken, macht's gut!